Ey, hallo, huhu. So, meine Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu diesem Video. In diesem Video geht es mir um Folgendes. Bevor wir aber auch dazu kommen, würde ich das einfach noch richtig geil finden, wenn der ein oder andere mal eine Frage, was weiß ich, was euch gerade so interessiert, in die Kommentare schreiben würdet. Denn ich habe Bock, demnächst mal wieder ein kleines Frage- und Antwort-Video zu machen. Und wenn ihr im Video dabei sein wollt, dann stellt auf jeden Fall eine kreative Frage. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass genau eure Frage dabei sein wird. Das kommt ja immer drauf an, was das für eine Frage ist. Also ich bevorzuge eher so allgemeine Fragen. Ich will nicht so viele auf Fußball bezogene Fragen beantworten, denn ich gehe immer lieber so auf Dinge ein, die jeden interessieren können. Aber ja, das könnt ihr euch dann im Endeffekt selbst aussuchen, was ihr da reinschreibt. Mich würde das auf jeden Fall interessieren, was da so kommt. Und ja, jetzt kommen wir auch schon zu den 10 dümmsten Internetseiten. Platz Nummer 10. Meine Facebook-Seite. Platz Nummer 9. Und auf Platz Nummer 9 ist meine Instagram-Seite. Regie, was habt ihr hier für eine Scheiße ausgesucht, Alter? Aber wenn wir das Ganze schon mal erwähnt haben, könnt ihr auf jeden Fall mal auf den beiden Seiten vorbeischauen. Warum auch immer die jetzt hier in diesem Ranking dabei sind, die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Platz Nummer 8. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ihr kennt das sicherlich alle. Ihr seid gerade so ein bisschen am Rumsurfen im Internet, checkt gerade Facebook oder whatever ab. Und ihr fragt euch einfach nur, ob euer Computer an ist. Und genau dafür gibt es jetzt die Internetseite istmeincomputeran.de. Denn diese praktische Internetseite verrät dir auf jeden Fall, ob dein Computer an ist oder nicht. Platz Nummer 7. Ey, hattet ihr auch schon mal Bock, irgendeinen Knopf zu drücken, wo nichts passiert? Das Ganze könnt ihr einfach auf sinnloserknopf.de machen. Platz Nummer 6. Ihr habt Bock, ihn schwingen zu lassen? Checkt auf jeden Fall staggeringbeauty.com ab. Dort könnt ihr ein bisschen den Wurm anfassen, ihn schwingen lassen und wenn ihr es übertreibt, könnt ihr auch geile, laute Musik dazu hören. Platz Nummer 5. Wenn es echt schon so weit ist, dass ihr nicht mehr auf euer Leben klarkommt und ihr euch einfach nur sinnlosen Müll angucken wollt, geht einfach auf omengfuckinggoddogs.de und gönnt euch den ganzen Shit. Platz Nummer 4. Das kennt sicherlich auch einige unter euch. Und zwar bestellt ihr euch irgendwas, ihr macht den Karton auf, euer Produkt ist in einer Luftblasenfolie umwickelt und ihr freut euch wahrscheinlich über diese Folie mehr als über euer Produkt an sich. Ihr knallt die so die ganze Zeit ein bisschen und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Folie einfach leer ist. Was macht man in dem Moment? Man geht auf die Seite knallfolie.de und dort könnt ihr einfach weiter eure Folie rumknallen lassen, wie ihr Bock habt. Und wenn die ganze Seite dann leer ist, dann aktualisiert ihr einfach die Internetseite neu und ihr habt wieder eine neue Folie. Platz Nummer 3. Also, ohne Scheiß. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn die nächste Internetseite lautet papertoilet.com. Dort könnt ihr eine Toilettenpapierrolle auf- und wieder abwickeln. Platz Nummer 2. Ihr wolltet schon immer mal, dass es Katzen vom Himmel regnet? Dann geht einfach mal auf catbounce.com und dort könnt ihr sinnlos Katzenregen erzeugen bzw. Katzen vor euren Monitor rumspringen lassen. Platz Nummer 1. Ey, Regie, wollt ihr mich eigentlich ficken? Was soll denn die Scheiße, warum blendet ihr auf Platz 1 meinen YouTube-Kanal ein? Als ob mein Content so dumm ist. Ansonsten bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen. Wie gesagt, stellt mir eine Frage in die Kommentare von Facebook und Instagram. Abchecken würde mich auch freuen. Den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es knacken und ciao.